Komm, spring in den Flieger. Und wir sind... Ja, wir sind wieder voller Vorfreude auf die nächste Welt, die ich nicht kenne. Und hoffentlich stürzen wir jetzt nicht schon wieder ab. Die Musik ist schon mal toll. Schaut ja schon mal ganz nett aus. Andere Menschen, wir sind nicht mehr allein, wir kriegen neues Essen. Ja, wir sind alle Kannibalen, lecker. Jo, und wir müssen uns ein neues Schlittenfahrzeug machen. Wir könnten uns auch wieder ein Raupenfahrzeug machen. Jetski. Oder so ein Mega-Schneeschieber. Nee, danke. Ich mach mir so ein Teil das. Aber da kann man ja nichts mehr anbringen. Da kann man echt überhaupt nichts anbringen. Hä? Ist das nicht irgendwie scheiße? Oder? Moment, ich habe eine Idee. I have an idea. Dear people, I have an idea. We enlarge. Oh ja, da haben wir ja noch ordentlich Platz. Aber können wir das... Ich brauche so eine breite Fläche. Haben die aber nicht zum Verkauf. Das ist... Haben die das hier? Das ist zu weit. Aber... Yeah, das geht. Kranker Scheiß. Machen wir ein tolles Farbenspiel draus? Ha! Was wird das nur für ein Jetski? Schauen wir mal, was ist das? Yeah, warum nicht? Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es sieht lustig aus. Eigentlich hatte ich geplant, das Teil dann so dazwischen zu knallen, aber... Da das nicht mehr reicht. Moment, dreh dich. Wieso gibt's... Nee. Mann, das ist doof, dass das nicht geht. Du willst bestimmt auch nicht. Ah, doch, du willst. Dann machen wir da drunter aber erstmal so blaue Kühlungssysteme. Damit das schön in den Augen wehtut. So, 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 was können wir, das dann noch? Oh, irgendwie merke ich gerade wieder, dass die Teile zu hoch sind. Ah, egal. Egal. Nö, das bleibt so. Nö. So. Du drehst dich gefälligst so hin. Nee, Moment. Hm.
Nee, Quark. Machen wir das so. Was? Schon voll? Oh, nee, ändern. Das ist natürlich nicht so toll. Dann müssten wir hier ja jetzt noch etwas anderes nehmen. Ich vergesse immer, dass ich hier ja nicht alles drauf machen darf, so wie ich lustig bin. Das wird einem ja nicht gegönnt. Boah. Was für ein Riesenteil. Genau. Das Fenster auf der falschen Seite. Das ist so wie so ein Luftfang. Ha. Das ist also das Arctic Foyer. Stimmt genau, mein Freund. Hinter jedem Tor ein Rennen. Und ich bin immer für dich da. Oh ja. Agony Aunt. Wenn du mich brauchst. Und ja, wenn du forschst, kannst du eine Menge Dinge finden. Ja, uns fehlen nämlich noch 15 güldene Steine. Ich werde dran denken, ja, wenn ich Hilfe brauche, ja, komm ich dich besuchen, ja, sicher. Und dann machen wir Kaffeekränzchen, super toll. Ja, keine Ursache, toll, ich bring noch Kuchen mit, ist kein Problem. Super lecker, meine Lego-Tante gemacht. Yeah. Hallo, es heißt Arctic World, wieso kann ich durch Wasser fahren? Ja, hier so U-Boot-Style. Ich versteck mich demnächst... Was? Genau. Ich versteck mich hier dann so im Wasser und dann schieße ich... Peng, peng! Weil man sieht mich ja nicht. Peng, peng! So, es gibt wieder drei Steinchen. Ein Bonusspiel. Ein zweites Bonusspiel. Einen ziemlich komischen Schatten. Und das ist der Boss. Okay. Kein Problem. Durch den kriegen wir super Haftung. Ach nee, das heißt, das hier ist mega rutschig Land oder wie? Dann fangen wir mit dem ersten Rennen an. Freudig, freudig. Vorsicht beim eingeschlossenen Schiff. Es ist ziemlich eng da drin. Und das Eis, das es umgibt, ist sehr rutschig. Super! Wir haben nicht nur keine Haftung, wir haben jetzt auch ein riesiges Problem. Es ist eine rutschige Welt. Yikes! Oh, was? Was zum Henker war das? Man entdeckt immer noch neue Sachen. Hä? So Unsterblichkeit oder was? Ach Quatsch, ich Idiot, das ist der Schild. Aha, gut zu wissen. Weiter geht's. Auf und davon. Kann man den Schild denn wieder aufladen? Ich sehe ja nicht, wie viel das Schild wirklich aushält. Autsch. Ach, das ist... Eieiei. Ja, komm, dreh dich, dreh dich. Oh. So. Jetzt sind wir auch wieder auf der Strecke. Wow. Aus dem Weg, Kollegen. Hier, erster Platz, so wie es sich hört. Und die Musik wird wieder lauter. Und ich muss hier das Steuern echt üben. Die ganze Zeit bremsen. Stoppen. So, jetzt wird's rutschig. So. Ah, nein, nein, was ist jetzt los? Ich gehe durch die Map, Hilfe. Eieiei. Ich merke schon, ich werde riesig Spaß mit dem Boss haben. So, jetzt bremsen, bremsen, bremsen. Und leicht um die Kurve. Genau.
So, und jetzt gehen wir uns etwas reparieren. Weil das benötigen wir. Teilweise fahre ich... Oh, schon zu Ende. Okay, teilweise fahre ich dann nämlich echt schon sehr vorsichtig hin und her. Und es gibt immer noch Tee, Leute. Ich nehme das nämlich gerade alles am Stück auf. Alles, von Anfang an. Das ist schon, was weiß ich, Part, keine Ahnung. Weil wir haben Wochenende, darum nehme ich auf. Weil wir haben Zeit. Wir haben ein langes Wochenende. Wir haben Fraps, was ruckelt. Eieieiei. Suchen wir die goldenen Steine. Guck mal, das Teil an sich ist so klein und dann habe ich das so riesig gemacht. Was das für eine Riesenapparat oben drauf ist. Ich frage mich, was ich hier einsammeln muss oder machen muss für das Bonusspiel. Wow. Schauen wir uns erstmal um. Erforschen wir die Lande. Ob wir irgendwo goldene Steine finden oder Bonusspiele. Ist dahinter was? Das habe ich jetzt nicht so richtig sehen können. Nee, auch nicht. Dann vielleicht hier hinter. Oh nee, hier ist das nur. Okay. Dann gehen wir mal auf den Berg. Ah, ich habe jetzt gefunden. Da. Hotti! Da ist eins. Da ist aber jemand ziemlich mies gelandet. Erinnert ihr euch noch an unsere Mars-Bruchlandung? Die verlief ja auch nicht gerade besser. So. Ach Gott, Wasser, Wasser, rutschig. Ah. Hört sich an, als wäre da drunter irgendwie so ein U-Boot oder sowas. U-Boot-Modus. Da. Was ist denn da drin? Hallo, hallo. Gar nichts. Hä? Verstehe ich nicht. Sollen wir da oben drauf und dann kommt man da... Oh. Ach. Ohne Haftung kriege ich das nicht hin. Na. Ach, verdammt. Eieieiei. Fahren wir weiter, möglichst nicht ins kalte Nass. Ins frierig kalte. Frierig. Da! Yay! Ach, zwischen den Kissen. Mann, und das... Ich werde traurig, wenn ich das nicht höre. Egal, wir haben jetzt 23. Wow. Gut. Nicht zu sehr, nicht zu sehr.